Meine Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie ja auf diesem Wege, wenn nicht zu sehen, sondern doch miteinander in irgendeine Form von Kommunikation zu treten. Ich finde es wunderbar, dass das Medienzentrum und die Universität dies möglich gemacht haben, um aus dieser vertrackten Situation das Beste zu machen und uns und irgendetwas wieder geschehen zu lassen. Etwas zwar nicht systemrelevantes, aber doch vielleicht für manche Wichtiges. Und Sie sind hier, Sie haben sich durch die Tücken der Technik geschlagen und wir können miteinander ein relativ interessantes Thema angehen, jetzt nach eineinhalb Jahre Pause. Ich habe Cassandra mir zum Thema gewählt und Sie können zu Recht fragen, warum genau Cassandra? Einen absoluten Antimythos. Antigone, eine junge Frau, die einen Diktator in die Schranken weist, das ist eine substanzielle Angelegenheit. Medea, eine Schwerstkriminelle, die ihr halbes soziales Umfeld ausrottet, hat eine gewisse Größe, die Bewunderung abnötigt. Aber Cassandra ist ja eine marginale Figur. Sie spielt ein bisschen eine Rolle in der Ilias und eine erfolglose Figur, eine negative Figur. Keiner hört ihr zu. Und vielleicht war das der Grund, weshalb ich mich dennoch dieses Themas annehmen wollte, um den Fluch der Cassandra zu brechen. Heute machen wir erstmal ein paar Frauenfiguren, die Cassandra-artiges Verhalten zum Gegenstand haben. Nächstes Mal werden weniger erfolgreiche, weniger glückliche Fälle dran sein und dann noch einmal am 5. ein Blick auf die aktuelle Gegenwart jedes Projekts, das sich mit dem Fluch der Cassandra beschäftigt, zu tun hat. Es sind nur drei Vorlesungen, weil dieses Ganze betrachten Sie das auch bitte so, als Experiment zu sehen ist. Wir alle haben noch keine große Erfahrung, wie Studium Generale auf diese Art laufen kann, aber wir versuchen unser Bestes und Sie ja auch. Noch ein kleiner Hinweis, wie immer stellen wir ein paar Materialien ins Netz, auf die Sie auch zugreifen können. Einfach eine kurze Mail an mich schreiben und diese wenigen Materialien gehen Ihnen, wenn Sie Lust haben, zu. jungwirthheimer@projekt-cassandra.net. Ja, da steht jetzt ein bisschen unglückselig das Buch zur Vorlesung, aber es ist eigentlich die Vorlesung zum Buch. Das Büchlein habe ich jetzt gerade produziert. Es wird in wenigen Tagen beim Verlag von Claudia Gerke erscheinen und heißt Sorry Cassandra, warum wir unbelehrbar sind. Und das ist in etwa auch das Thema dessen, worüber wir uns unterhalten werden. Warum Sorry Cassandra? Weil es, wie ich schon sagte, kaum eine Figur gibt, bei der man sich entschuldigen muss, weil man sie so lange vollständig marginalisiert hat, ignoriert hat, wie keine zweite. 2000 Jahre lang, wenn Sie so wollen, 2000 Jahre lang weghören und nicht wahrnehmen ihrer Warnungen. Das erste für mich erkennbare Zeichen einer Versöhnung mit ihr kam merkwürdigerweise von der Gruppe ABBA 1981. Sie schrieben, und sehr viel mehr habe ich bisher nicht gefunden, sie schrieben ein wunderbares Lied. Sie kennen jetzt meinen schlechten musikalischen Geschmack damit. Ein wunderbares Lied aus dem Jahr 81, Sorry Cassandra, I Didn't Believe. Und das schildert die Situation nach dem Fall von Troja. Down in the street, they're singing and shouting, staying alive, though the city is dead. Pity Cassandra, that no one believed you, but then again, you were lost from the start. Das ist eine lange epische Ballade, in der geschildert wird, warum und weshalb und mit welchen Folgen die Warnungen von Cassandra überhört wurden und dass man sich dafür wirklich bitterlich entschuldigen sollte bei ihr. Wenig später, 1983, erschien Christa Wolffs Erzählung Cassandra zusammen mit einem umfangreichen und sehr illustrativen Materialienband und mit einem Mal bekam diese Randfigur der griechischen Mythologie für mich Kontur und politische Präsenz. Ob Kernenergie, atomare Aufrüstung oder Kalter Krieg, Cassandra
stand immer parat und sie stand zwischen den Lagern und argumentierte im Namen der Vernunft. Meistens hatte sie recht, selten bekam sie recht. Christoph Wolff verstand es, die Figur aus dem Trojanischen Krieg ins Hier und Jetzt der 80er Jahre zu verfrachten, ohne sie plump zu aktualisieren. Für viele von uns Lesern und Zuhörern war es eine animierende Schulung in der Technik des doppelten Blicks. Und 10 Jahre später begannen dann, wiederum 10 Jahre später, begannen dann die Balkankriege. Monate, Jahre, nachdem separatistische Verhetzer und Ideologen die einzelnen jugoslawischen Ethnien gegeneinander aufgewiegelt und die Aggressionen angeheizt hatten, systematisch angeheizt hatten. Europa begnügte sich einmal mehr mit der Rolle des passiven Betrachters. Erst sehr spät reagierte man mit, wie Sie noch wissen, zum Teil mit fragwürdigen Mitteln. Die Zeit, in der man mit anderen zusammen als nur militärischen Mitteln hätte intervenieren können und vielleicht 250.000 Tote vermeiden können, wurde grandios verschlafen. Susan Sontag gibt ein anrührendes Bild auf dem Cover des Buches. Susan Sontag hat Sarajevo besucht und saß dann als eine Cassandra unserer Tage trist zwischen den Ruinen. Von da an begann ich genauer hinzusehen und mit Erschrecken festzustellen, dass der Fluch der Cassandra oder anders gesagt, dass unsere Unfähigkeit und Unwilligkeit, frühzeitig zu reagieren und die entscheidenden Jahre, Monate, oft Stunden zwischen Vorzeichen und Ausbruch eines Konflikts zu nutzen, Systemcharakter hat. Und selbst wenn wir bereits mitten im Schlamassel stecken, die Katastrophe schon vor Augen haben, verfügen wir noch immer über die reflexartige Fähigkeit, die Wahrheit nicht sehen zu wollen. Nicht, dass es uns an Daten und Informationen fehlen würde. Im digitalen Zeitalter wissen wir mehr denn je und verdrängen mehr denn je, bloß um nicht handeln zu müssen. Aus diesem Gedanken erwuchs das Projekt Cassandra. Es wurde für mehr als 3 Jahre vom Verteidigungsministerium gefördert, was für manche ein Ärgernis war. Cassandra greift zur PPK, titelt ein lokales Blatt in vollständigem Verkennen dessen, was wir tun. Als ob es besser wäre, einmal mehr hilflos zuzusehen, wenn ein Massaker geschieht, um anschließend tiefe Betroffenheit, das kennen wir doch, zu zeigen. Wenn man gewissenlosen Warlords in das Handwerk legen will, nützen keine wohlmeinenden Appelle oder symbolische Aktionen, kein Märtyrertum und keine dezenten diplomatischen Rügen. Wenn man verhindern will, dass Unschuldige zu Schaden kommen, muss man im Vorfeld präaktiv reagieren und mit allen Mitteln versuchen, die Gefährder nicht groß werden zu lassen, beziehungsweise schlagkräftige Gegennarrative in Stellung zu bringen und zumindest so lange die Möglichkeit ist, Schutzzonen und Fluchtkorridore für die Betroffenen sichern und nicht hilflos in der Gegend herumstehen, wenn es soweit ist. Die Hinweise auf Gefährdungslagen und drohende Eskalationen sind meist unübersehbar, unüberhörbar, denn es gibt keinen Krieg ohne einen vorangehenden Krieg der Wörter. Und am hellhörigsten reagiert die Literatur, reagieren Künstler und Kulturschaffende als empfindliche Seismographen der Wirklichkeit. Das Buch und das ganze Projekt und diese Vorlesung verfolgt und verfolgte einen oder zwei wesentliche Ziele. Zum einen, besser zu verstehen, weshalb wir unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit so perfide und perfekt abdichten und manipulieren. Zum anderen darüber nachzudenken, wie man diesen fatalen Mechanismus ausschalten und den Fluch der Cassandra brechen könnte. In Anbetracht der Realität vielleicht ein vermessener Wunsch, aber eine dringliche Notwendigkeit. Jetzt, in Pandemiezeiten, kann man einerseits den Eindruck einer gewissen Sensibilisierung für das Thema gewinnen. Man beginnt stärker auf Signale und Vorboten drohender Gefahren zu achten. Sprachliche und emotionale Verwerfungen werden registriert und nicht nur achtlos beiseite geschoben. Es könnte sich in aller Vorsicht eine Chance auftun, um diesen Fluch der Cassandra zu brechen. Andererseits tut sich zugleich eine neue Front auf,
Diffuse Ideologien treten unter den Vorzeichen kritischen Denkens oder Querdenkens auf den Plan, forcierter Regelverstoß und Versuch der Regulierung befeuern sich wechselweise, völlig neue Feindbilder entstehen, Wörter dringen wie Viren in die Gehirne vieler Verunsicherter, die sich nicht ernst genommen fühlen. Der gesellschaftliche Zusammenhalt bröckelt. Es ist exakt jene Phase der Gärung, der Latenz, die wir in diesen Wochen in Echtzeit erleben. Und es ist eine jener Phasen, in denen es gilt, extrem wachsam zu sein, wenn es sein muss, auch mit Mitteln der Literatur. Und nun werden Sie fragen, ja ausgerechnet mit Literatur, UN-Resolutionen verhallen, ungehört, NGOs verzweifeln, Blauhelme werden abgezogen, und das soll ausgerechnet Literatur, textlastig, lebensfern, trocken, wie sie ist, helfen können, Konflikte abzufangen oder gar in den Griff zu kriegen. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie eigentümlich der Ansatz des Cassandra-Vorhabens manchmal erscheinen mag. Zuallererst möchte ich deshalb das eben skizzierte Bild der Literatur korrigieren. Texthaltig mag sie ja sein, das ist sie sogar gewiss. Lebens- und realitätsfern ist sie gewiss nicht. Andernfalls hätte man sich niemals die Mühe gemacht, sie seit 2000 Jahren zu verbrennen, zu verbieten und zu zensieren. Ganz offenbar geht sie den Diktatoren und Manipulatoren aller Couleur nicht nur auf die Nerven, sondern hat die Fähigkeit, den Nerv von Systemen zu treffen. Sie tut dies in der Regel nicht, indem sie sich moralisierend in Szene setzt, wie die Theologen zum Beispiel. Es geht in der Regel gerade nicht um ein Engagement im ideologischen Sinn, nicht um Parteinahme von Autoren für diese oder jene Richtung, Farbe oder Partei, noch nicht mal um die Darstellung politischer Geschehnisse. Nehmen wir ein Beispiel, den Fall Kafka, der im gesamten sozialistischen Machtbereich bis in die 60er Jahre verboten blieb. Kafka schien gefährlich, Kafka war gefährlich. Die Chefideologen der kommunistischen Parteien hatten aus ihrer Sicht recht, ihn zu verbieten, indem die Erzählungen Kafkas geradezu exemplarisch zeigen, wie sich Systeme des Einzelnen bemächtigen und ihn in die Defensive drängen, scheint etwas absolut politisch Zersetzendes in seinen Texten entdeckt worden zu sein. Obwohl in seinen Geschichten kaum oder nie die Rede von Politik ist, sind sie ein einziger Sturmlauf gegen abstruse Zumutungen politischer und technokratischer Systeme. Sein erzählerischer Trick: das jeweils betroffene Individuum wehrt sich nicht etwa, sondern unterwirft sich freiwillig den Regularien, ja tritt in einen geradezu irrwitzigen Wettlauf mit ihnen. Der Leser wird Zeuge eines absurden Selbstdemütigungsprozesses von bisweilen grotesker Komik und kann sich ein Stück weit in diesen Strukturen wiedererkennen. Zweites Beispiel hat mit der Figur zu tun, die uns seit der Antike verfolgt, eben Cassandra. Ich möchte sie revitalisieren und aus ihrer Isolation lösen. Immer zu spät zu kommen oder zu früh zu warnen, eine Art Paul Celan zu sein, der ein Leben lang trauert, oder als Cassandra ungehört zu bleiben, das kann doch nicht dem Auftrag und den Möglichkeiten der Literatur entsprechen. Und der Name Cassandra steht synonym für verpasste Möglichkeiten. Das Schlimmste, was einem vorausschauenden Menschen geschehen kann, ist, dass seine begründeten Warnungen als Cassandra-Rufe eingestuft und damit meist abgetan und belächelt werden. Das dunkle Erbe der Seherin, deren Begabung in die Zukunft zu blicken zum Fluch wird, spukt noch immer durch unser kollektives Halbbewusstsein und wird als bewährte Abwehrstrategie gegen unerwünschte Warner, die man schnell als illoyale Whistleblower diskreditiert, und Warnungen eingesetzt. Ohnmächtig muss sie zusehen, wie sich das von ihr vorausgesagte, vorausgesehene Schicksal erfüllt. In seiner Ballade Cassandra lässt Friedrich Schiller die Unglückliche verzweifeln und gegen ihre fatale Berufung protestieren. Zitat: Warum gabst du mir zu sehen, was ich doch nicht wenden kann? Apollos Fluch als Ursache dieses seherischen Debakels ist natürlich eine mythologische Einkleidung für eine Eigenart unseres Verhaltens, die offenbar bereits in der Antike augenscheinlich war. Unsere enorme Fähigkeit zum Ausblenden, zur Unbelehrbarkeit bei allen entscheidenden Fragen. Zugegeben, eine sehr generelle und nicht gerade aufbauende These.
Und vielleicht ist es aber gerade deshalb sinnvoll, sich dem Phänomen unserer offensichtlichen Unfähigkeit und Unwilligkeit begründete Warnungen ernst zu nehmen, auseinanderzusetzen. Denn die Frage nach der prinzipiellen Unbelehrbarkeit unserer Spezies rührt ja an den Nerv unseres Selbstverständnisses. Ich könnte mir denken, ein Grund dafür ist unsere Eitelkeit. Wer sich warnen lässt, unterwirft sich ja notwendigerweise den Regularien anderer. Aber es ist sicher kein Zufall, dass die unglückliche Seherin bereits in der Ilias keine Zentralfigur, sondern eine Nebenfigur ist. Die Königstochter Kassandra warnte ihre Landsleute eindringlich vor der List der Griechen. Die Trojaner schenkten ihr keinen Glauben, zogen das todbringende Pferd in die Stadt. Die europäische Kultur und nicht nur sie scheint dieser ehrwürdigen Tradition bis in die Gegenwart treu geblieben zu sein. Bisweilen spricht man vom Kassandra-Syndrom, von Alarmismus-Tenor. Das schwere Erbe düsterer Prophezeiungen führe uns zu notorischer Schwarzseherei, Lust an Katastrophenszenarien. Manche sagen sogar, man täte gut dran wegzuhören, wenn sie ihre düster menetekelnde Stimme erhebt. Und folgerichtig hört man in der Tat weg. Man hat, wie die Frauenzeitschrift L mal so schön sagte, einfach keine Lust drauf, Kassandra schweres Erbe anzutreten. Zitat. Und so verheilen selbst greifbare, ja sogar messbare Phänomene, wie der Klimawandel zum Beispiel, lange ohne gravierende Gegenmaßnahmen. Manche verschließen sich den Fakten auch aus Prinzip. Unsere eingebauten Abwehrmechanismen bestehen aus einer diffusen Mischung von Sachzwang, Mainstream und Ängstlichkeit, hindern uns noch immer nachhaltig daran, so klug zu werden, wie wir es sein könnten. Deshalb können auch heute noch gerade hochprofessionelle Akteure in den Medien, der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Politik sehr viele bedrohliche Phänomene unverhältnismäßig lange ausblenden und unterthematisiert belassen, solange sie keinen Neuigkeitswert haben, keine theoretische Herausforderung darstellen oder keinen bindenden politischen Entscheidungen erfordern. Insgesamt haben Politiker ohnehin berufsbedingt die Neigung, Probleme erst dann und nur dann wahrzunehmen, wenn sie bereits eine vermutlich akzeptable, das heißt mehrheitsfähige Lösung parat zu haben glauben. Siehe die Pandemie, in der wir jetzt gerade stecken. In dieser Phase suchen Lösungen nach Problemen, einer kafkaesken Logik gehorchend, wonach die Strafe nach einer Schuld sucht. Derart geschlossene Systeme negieren Überraschungen, werden aus Prinzip betriebsblind für Unerwünschtes. Kassandra fasst in ihrer Christa Wolf fasst in ihrer faszinierenden Erzählung Kassandra die Stadien dieses strategischen Erblindungsprozesses anschaulich zusammen. Zwei Grundannahmen scheinen uns dabei zu lenken. Zum einen die Tatsache, dass wir lieber den, der die Tat benennt, als den, der sie begeht, zum Objekt unserer Kritik machen und uns häufig dahinter verbergen, um nicht aktiv werden zu müssen. Zum anderen die Erfahrung, dass gerade diejenigen Wünsche in uns übermächtig werden, die auf Irrtümern beruhen. Unter diesen Prämissen werden viele Abläufe verständlich. Wolfs Kassandra memoriert an einer Stelle: Das habe ich lange nicht begriffen, dass nicht alle sehen konnten, was ich sah, aber sie glaubten es ja. Dieses Eingebundensein in die Monade des eigenen Glaubens muss als eine der stärksten Hemmnisse auf dem Weg zur Früherkennung gesehen werden. Es ist, als ob man eine unsichtbare Wand zwischen sich und die Wirklichkeit zöge und den leeren Raum dazwischen mit eigenen Wünschen und Worten füllte. Ein weiteres Mal O-Ton von Christa Wolf. Sie glaubten das, was man ihnen und sie sich selbst wieder und wieder vorgesagt hatten. Kassandra durchschaut das Prinzip, die innere Mechanik dieses unbewussten Selbstschutzverfahrens genau. Sie begreift, dass man es so vermeidet, reagieren zu müssen. Wie antwortete ein ranghoher Offizier kürzlich auf die Frage, weshalb man auf den und den dramatischen Vorfall nicht reagiert hätte? Zitat, wir haben nicht weggesehen, wir haben das einfach nicht geglaubt. Lessings Wissenschafts- und Erkenntnisskeptischer Aphorismus aus dem Nathan: Nicht selten fand der Forscher mehr, als er zu finden wünschte,
verdiente es, ernst genommen und erweitert zu werden. Man sollte vielleicht sogar eher ein ernüchtertes, nicht selten fand der Forscher das, was er zu finden wünschte, hinzufügen. Fake Facts nennt man das derzeit. Bleibt die schwache Hoffnung, dennoch aus der Geschichte lernen zu können und insofern vielleicht doch ein wenig leichter irritierbar zu werden. Und nicht immer gegen den Eisberg oder gegen die Wand zu brettern, nur weil einer dir sagt, da ist kein Eisberg und da ist keine Wand. Eigenverantwortlich auf die Zeichen und Stimmen zu hören, ohne bereits vorvermittelte Wahrnehmungsfilter. Und auch ohne aufgeregte Verstärker. Just listen. Hör einfach zu. Schau genau hin, sagte Wole Soyinka einmal. Aber im Ernst nun, wie kann man den Fluch der Kassandra brechen? Wie könnte man überhaupt dieses ewige Erstaunte, wie konnte das passieren, hinauskommen? Weshalb legt sich dieser Fluch noch immer über unser Schicksal? Warum schlägt der Versuch, die Gesellschaft vor drohenden Katastrophen zu schützen, immer wieder fehl? Vielleicht wäre es bereits ein erster Schritt in die richtige Richtung, die modernen Formen der Kassandras nicht als Verräter, Nestbeschmutzer und Verbrecher zu diffamieren und drakonisch bestrafen, sondern sie als Aufklärer, die auf eklatante Missstände hinweisen, ernst zu nehmen, die Whistleblower, anstatt über sie den Stab selbstgerechter Ausgrenzung zu brechen. Schließlich hat sich der Typus des Kassandra-Außenseiters seit jeher, wir werden es gleich noch sehen, als heilsame Nervensäge verdient gemacht. Leicht hingesagt, aber schwer realisierbar, wird man in Anbetracht einer Welt einwenden, die zunehmend in Schwarz-Weiß-Schemata denkt, Kritik generell bereits mit Subversion gleichzusetzen beginnt. Viele sind sich der Abwesenheit dieser verlorenen Kultur gar nicht mehr bewusst. Das Zurückweisen derjenigen, die sich dem Wahrsagen verschrieben haben, selbst wenn sie möglicherweise Gefahr laufen, falsch zu liegen, ist ein verhängnisvoller Fehler, denn jedes Innehalten, Nachdenken, Reflektieren über den Weg, den man gerade alternativlos zu gehen, wie man sagt, alternativlos zu gehen, bereit ist, ist ein entscheidender Zeitgewinn und kein Verlust. Es ist sinnvoll, der Suchmaschine in unseren Köpfen Zeit zu geben und unsere Fähigkeit, informativen Schrott von Wichtigem zu trennen, zu schulen. Kassandra wird nur dann eine Chance haben, wenn wir bereit sind, uns dem Potenzial ihrer Warnungen willentlich zu öffnen. Nur dann würde sich etwas für sie ändern und sie müsste nicht mehr, wie noch bei Schiller, sich diese verfluchte, frustrierende Gabe vom Halse wünschen. Unter welchen Voraussetzungen kann Vorschau gelingen? Suchen wir nach Beispielen, auch wenn sie sehr weit zurückzuliegen scheinen. So ein Blick in den Rückspiegel der Geschichte kann manchmal ganz hilfreich sein. Ich möchte 3 oder 4 Frauen ins Zentrum dieser heutigen Lektion stellen. Deborah, die altjüdische Prophetin, die uns allen näher und besser vertraute Jeanne d'Arc, natürlich Kassandra und noch 2, 3 andere kurz. Wie man weiß, hat die Bibel immer recht. So auch hier. Jedenfalls liefert sie eine der Basisgeschichten für unsere Annahme. Das Buch, im Buch der Richter heißt es in bekannt knappem biblischen Tonfall. Damals war Deborah eine Prophetin, Richterin in Israel. Sie hatte ihren Sitz unter der Deborah-Palme und die Israeliten kamen zu ihr hinauf, um sich recht sprechen zu lassen. Sie schickte Boten zu Barak, ließ ihn rufen und sagte zu ihm, der Herr, der Gott Israels, befiehlt, geh hin, zieh auf den Berg Tabor, nimm 10.000 Naphtaliter mit dir, ich aber werde Sisera, den Heerführer Jabins, mit seinem Wagen und seiner Streitmacht zu dir an den Bach Kishon lenken und ihn in deine Hand geben. Barak sagte zu ihr, wenn du mit mir gehst, werde ich gehen, wenn du nicht mit mir gehst, werde ich nicht gehen. Zitat Ende. Was sich so einfach und nüchtern liest, hat es als Geschichte in sich. Aus dem ungleich detailverliebteren Midrasch erfährt man sehr viel mehr über die Rolle der Geschäftsfrau, Richterin, Prophetin, Kämpferin Deborah.
Das Seherturm ist ihr nicht zugeflogen. Sie hatte sich langsam emporgearbeitet, sich Qualifikationen erarbeitet. Der Handel mit Datteln, Oliven, Wein und Weizen florierte, aber das war nicht alles. Die Leute vertrauten ihr und suchten ihr Urteil in Rechtsstreitigkeiten des Alltags, aber auch das war noch nicht alles. Im kritischen Moment einer existenziellen Bedrohung der Israeliten durch den als besonders gewalttätig geltenden kanaanischen Heerführer Sisera übernimmt sie die Führung. In diesem Augenblick wird sie zum Medium des Herrn, gibt eines fulminanten Sieges gewiss Anweisungen und zieht als aktive Begleiterin mit in die Schlacht. Frauen als blickscharfe und entschlossene Impulsgeberinnen in kritischen Momenten. In der männerdominierten hebräischen Welt nichts Ungewöhnliches. Sarah, Miriam, Judith, Abigail, Hulda, Esther sind Vorgängerinnen und Nachfolgerinnen Deborahs. Ohne diese handlungsstarken und reaktionsschnellen, hellsichtigen Seherinnen wäre die jüdische Geschichte nicht nur anders, sondern vielleicht sehr viel kürzer verlaufen. So aber bewegte sich am Zugseil vieler kleiner, sehr handfester Visionen und Taten, bewegte sie sich weiter, immer im Dienst des Kollektivs, immer im Auftrag Gottes, selten um des eigenen Willens und Ruhms willen. Es fragt sich ohnehin, ob der Begriff der Vision das Wesentliche trifft. Eigentlich handelt es sich, ich wiederhole das, nur um das rechtzeitige Erkennen und Wahrnehmen einer Situation und das Übernehmen eines Auftrags. So wortkarg die Vorgeschichte dieser erfolgreichen Story um Prophetie und Berufung ist, so wortreich und suggestiv ist die Nachgeschichte. Deborah singt über, nach dem Sieg über sich selbst, ihren Auftrag, ihre Mission. Im Nachhinein entsteht das, wofür man vorher kämpfte, die Vorstellung eines in sich ruhenden, siegreichen Gottesstaates. Der Kampf um den Stamm Israel wird zum kosmischen Spektakel, ganz groß dimensionierte Bilder tauchen auf, machtvolle Stimmen ertönen, die Gegenwart wird zur Vergangenheit, die Vergangenheit wird zur Gegenwart. Das ist der Moment. Der Moment, in dem die Geschichte zu fliegen beginnt, alle mitreißt und aus der charismatischen Seherin eine Identifikationsfigur für das gesamte Kollektiv werden lässt. Sie wird zu einer nationalen Ikone. Sie wird auch so dargestellt dann im 19. Jahrhundert als Zentrum einer gigantischen parasakralen Enthüllung, entrückt und zugleich präsent. Ähnlich präsent und ähnlich dominant, extrem dominant, also Deborah ist wirklich eine der dominantesten und aktivistischsten Figuren der Literatur. Ähnlich dominant ist, wird 2000, nahezu 2000 Jahre später, eine Figur in unser Blickfeld treten, die wie aus dem Nichts, aus der nordfranzösischen Provinz kommend, Weltpolitik macht. Ihr Name, Jeanne, einfach Jeanne, geboren 1412, verbrannt 1431. Ihre Geschichte liest sich wie eine irrwitzige Vermischung aus Erfolgsstory und Märtyrerlegende. Mit 13 hört sie zum ersten Mal jene Stimmen, die sie von diesem Moment an bis zum Ende begleiten werden. Wie Deborah handelt auch Jeanne im Auftrag einer über diese Stimmen vermittelten göttlichen Instanz. Wie sie ist sie Trägerin eines göttlichen und zugleich höchst realpolitischen Auftrags, nämlich inmitten einer fast hoffnungslosen Situation Frankreichs. König Karl VII. Konnte nicht an die Macht kommen, weil die Engländer in Frankreich siegreich herrschten. In dieser fast hoffnungslosen Situation, Frankreich stand mit dem Rücken zur Wand, eine Wende hervorzurufen. Hatte Deborah bereits zu Beginn ihrer Mission eine hohe soziale Stellung,
So kam das Mädchen aus Domremy gleichsam aus dem Nichts. Ob man an das Wunder einer göttlichen Berufung glauben mag, sei dahingestellt. An ein Wunder grenzt es allemal, dass es ihr gelang, in einer streng ständig organisierten, patriarchalisch ausgerichteten Welt als Frau, als junges Mädchen, Bäuerin, ernst genommen und bis zum Dauphin vorgelassen zu werden. Nicht nur das, der alles andere als für seine Entschlusskraft bekannte spätere König stattete sie nach einem vertraulichen Gespräch und langen Verhören durch seine Entourage im Schloss Sinon mit Waffen und einer beachtlichen Streitmacht aus und ermöglichte es ihr, in die bereits verloren geglaubte Schlacht gegen die englischen Invasoren entscheidend einzugreifen, getrieben von einer göttlichen Mission, Obsession, wie sie wollen, die Engländer tatsächlich zu vertreiben, in einer hoffnungslos erscheinenden Schlacht, die Engländer zu vertreiben und den Dauphin zum König zu krönen. Innerhalb weniger Wochen gelang dieses mirakulöse Geschehen. Besetzte Städte wie Orléans und Reims wurden zurückerobert und der bis dahin eher kraftlos wirkende Dauphin wurde, wie von ihr vorausgesagt, am 17. Juli 1429 in der Kathedrale zum König gesalbt. Dieser märchenhaft wirkende Triumphzug wäre für die, wie man immer wieder betont, einfache und weitgehend illiterate Bauerntochter ohne ihre Stimmen nicht möglich gewesen. Noch im Verlauf der mit ihrer Verbrennung endenden Inquisitionsprozesse stellt sie sich als weitgehend fremdgesteuert von überirdischen Mächten dar und sie tut das auf eine so überzeugende, selbstverständliche Art, dass kein Zweifel an der Echtheit und Ernsthaftigkeit dieser himmlischen Stimmführung in ihrem Kopf sein kann. Ein kurzes Zitat aus ihren Protokollen, aus den Protokollen ihres Verhörs. Als ich 13 Jahre alt war, hörte ich eine Stimme, die von Gott kam, um mich zu leiten. Das erste Mal hatte ich große Furcht. Die Stimme kam zur Mittagsstunde. Es war im Sommer im Garten meines Vaters. Mir schien die Stimme sehr erhaben. Ich glaubte, sie war mir von Gott geschickt. Beim dritten Anruf wusste ich, es war die Stimme eines Engels. Die Stimme hat mich immer recht geleitet und ich habe sie immer verstanden. Die Stimmen gaben mir also einen politischen Auftrag von höchstem Gewicht, eine Mission, die sie im Verlauf weniger Monate zur nationalen Ikone, zur charismatischen Leitfigur, zum Kollektor und Hoffnungsträger einer aller unausgesprochenen Emotionen und Ängste werden ließ. Man muss sich das ja vorstellen, dass jemand ohne einen erkennbaren politischen Auftrag aus dem Nichts kommen, plötzlich zur Heerführerin in einem äußerst brutal geführten Krieg wird und mitkämpfend sich durchsetzt. Von Vorausschau und Prophezeiung im engeren Sinn kann gar nicht die Rede sein. Jeanne war keine Seherin, sondern eine Macherin. Sie erfüllte ihren Auftrag mit äußerster Konsequenz, ohne jede Rücksichtnahme auf taktische, diplomatische oder persönliche Belange. Umgeben von einem Cordon von routinierten Zynikern der Macht, musste dies zu einem fatalen Ende führen und es geschah so. Für den Hof war sie wichtig, solange sie in deren Sinn nützlich, also im Kampf gegen England, erfolgreich war. Nach ihrer ersten Niederlage vor Paris verlor sich nicht nur das Interesse an ihr, es schlug in Aggression um. Mit ihrem Fanatismus stand sie den geplanten Verhandlungen, diplomatischen Verhandlungen mit dem ehemaligen Feind, ja störend im Wege. Außerdem wurde sie unfreiwillig zu einer Bedrohung des Königs, den sie selbst geschaffen und auf den Thron gehoben hatte. Die von allen geliebte Nationalheldin wurde in zwei politischen Schauprozessen als Ketzerin entlarvt und ohne dass ihr geliebter König auch nur einen Finger gerührt hätte, zu ihren Gunsten verurteilt und verbrannt. Natürlich, wie üblich,
20 Jahre später rehabilitiert und 500 Jahre später, man muss nur Geduld haben, auch wieder heilig gesprochen. Die Rückeroberung mehr noch, sie wird in völliger Verkennung ihrer Persönlichkeit als eine Leitfigur jetzt mittlerweile in Frankreich der politischen Rechten vereinnahmt. Mehr kann man Geschichte nicht verfälschen. Und überhaupt, wer immer versucht, Jeanne politisch zu funktionieren, missversteht sie willentlich. Ihr Geheimnis, das Geheimnis dieser Art wirkmächtiger Intervention, besteht in ihrer manisch wirkenden Unbeirrtheit, man könnte auch sagen Unbelehrbarkeit. Wer sich wie sie als gelenkt durch eine höhere Macht sieht, ist untauglich für irdische Strategien. So wird die Volksheldin zur Ketzerin umgedeutet oder auch zur Märtyrerin, je nach Standort und Gesinnung. Ein merkwürdiger, vielleicht einmaliger Fall, auch wenn Jeanne eine Reihe von Imitatorinnen auf den Plan rief, die mit betrügerischer Absicht und weitgehend erfolglos versuchten, als falsche Jeanne von dieser charismatischen Wirkung zu profitieren. Ich nehme aus Bernadette, denn die später heilig gesprochene Bernadette, die Gründerin von Lourdes, gleichfalls von Engelsstimmen und Marias Stimme getragen, war jede Glaubwürdigkeit zuzusprechen. Jedenfalls sie glaubte an ihre Mission ohne Wenn und Aber. Ich gebe Ihnen nur zwei, drei Bilder noch zu sehen, um den Typus, den wir uns mittlerweile unter Jeanne vorstellen, herauszumodellieren. Entweder, das ist übrigens Bernadette Soubirous aus dem 19. Jahrhundert, die fast wie ein alter Ego von Jeanne wirkt, ohne militärische Konsequenzen. Es war ein rein spirituelles Einwirken, allerdings auch massenpsychotischer Dimension, führte zur Gründung, wie gesagt, von Lourdes. Und was Jeanne betrifft, so figuriert sie bei uns als eine fast hysterisch gezeichnete Kämpferin oder als eine in sich ruhende, etwas starre Ikone ihrer selbst. Immer glaubwürdig, immer schwer konsumierbar. Ja, mir ist ein Bild reingerutscht, nicht ganz zufällig, denn die Geschichte geht natürlich weiter. Und wir landen fast automatisch bei Greta. Sicherlich keine Imitatorin, sicherlich auch vielleicht jemand, der gar nicht von Jeanne Kenntnis hat, erscheint sie wie eine Reinkarnation dieser Figur. Der Schweizer Autor Franz Hohler, Verfasser der prognostischen Erzählung Die Rückeroberung, antwortet, befragt nach dem Phänomen Greta Thunberg, es scheint ihm so, als hätte die Öffentlichkeit auf eine Symbolfigur wie sie geradezu gewartet. Und man kann sich die alte Jeanne-Frage nochmal stellen, wieso schaffte es dieses junge Mädchen, was zuvor wesentlich größeren Organisationen und professionelleren Institutionen seit Jahrzehnten nicht gelang, nämlich den Klimawandel als dringendes, dringliches, existenzielles Problem im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Gab ja schließlich auch schon vorher Bemühungen dieser Art. In der Tat sind die strukturellen Ähnlichkeiten zwischen Jeanne und Greta frappierend. Beiden gelingt es wie selbstverständlich, in die innersten Zirkel der Macht nahezu spielerisch durchzubrechen, zu Mahnerinnen, zu Beraterinnen und zu Akteurinnen eines Landes bzw. weltweiten Umsturzes und Umbruchs zu werden. Wobei es in beiden Fällen um Fragen existenzbedrohender Entscheidung ging,
nationale Autonomie im Falle von Frankreich und globale Verantwortung bei Greta. Beide Figuren sind allein durch die kompromisslos entschiedene Art ihres Auftretens vom Nimbus unanfechtbarer Glaubwürdigkeit umgeben. Die eine klammert sich permanent an ihre Marienfahne, die andere trägt wie ein Emblem ihrer selbst die weltweit bekannte Papptafel. Marienfahne und Papptafel genügen dann als Ausweis einer Integrität und eines absoluten Siegeswillens, um Tausende, ja Millionen mitzureißen und die vorhandenen Macht- und Entscheidungsstrukturen tatsächlich zu verändern. Wir sind heute wirklich auf der Seite der starken Cassandra-Figuren und nicht derer, die wie in der Antike beiseite geschoben werden konnten. Wobei der Fall Greta fast noch schwieriger zu erklären ist als der von Deborah oder Shan. Immerhin fügte Deborah in ihrer Community als Richterin und erfolgreiche Geschäftsfrau bereits vor Beginn ihrer politischen Mission über eine beachtliche soziale Autorität. Anders als Shan und Greta, die aus dem Gesellschaft nichts heraustraten. Während sich Shan aber zumindest auf die heiligen Helfer in ihrem Kopf die Stimmen verlassen konnte, hatte Greta zu Beginn ihrer Kampagne nichts außer sich selbst. Weder eine spirituelle Macht, in deren Namen sie antrat, noch irgendwelche parteiliche Gruppierungen, die sie repräsentierte. Noch nicht mal eine neue Botschaft oder sensationelle Idee. Wie gesagt, seit mehr als 30 Jahren bemühten sich Parteien, Institutionen weltweit darum, das Thema Klimaschutz auf die Agenda der Weltgemeinschaft zu hieven. Dass eine Schülerin in Schweden durch den Akt der Verweigerung des Unterrichts diese Bewegung auslösen kann, also durch eine Handlung, die noch weniger bedeutsam ist als das berühmte Fallen eines Reissackes in China, grenzt an ein Mirakel. Und dennoch genügte es paradoxerweise, um die gesamte Welt in Aufruhr zu versetzen. Alle Erklärungsversuche scheinen dürftig. Ich habe auch keine. Natürlich gibt es auch in modernerer Zeit Märtyrer wie den tschechischen Studenten Jan Palach, der sich aus Protest anzündete und so als tragischer Held in die Geschichte einging. Aber von traurigen Fällen dieser Art kann ja hier keine Rede sein. Greta zieht ihre Kreise mit großer, zielstrebiger Gelassenheit. Und wenn sie sich aufregt, dann ist es nicht gemacht, aber gezielt. Sie erinnern sich alle an die Wutrede auf dem UN Climate Action Summit in New York. Da gab es kein höfliches Zögern mehr. Keine diplomatische Zurückhaltung, da brach sich etwas Bahn und es war fast so, als ob eine andere zornige Stimme aus ihr spräche, als ob sich ihre ganze Person in ein bebendes Bündel geballten Zorns verwandelt hätte. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We're in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth und so weiter. Eine Rede aus Wut, Enttäuschung, Drohung, Prognose. Vielleicht ist dies die Redeform aller Cassandras dieser Welt. Gleich ob man sie weggesperrt hat oder ihnen applaudiert. Ein Ton, den wir nicht gewöhnt sind. Zwischen Hysterie, Erregung, äußerste Erregung und starrem Beharren auf einer Position. Da gibt es keine kompromisslerische In-Between-Haltung. Da gibt es keine politische Correctness. Es ist sogar eine radikale Incorrectness, der sie auszeichnet. Und genau dadurch erfolgreich werden lässt. Wenn aus Rede vorweggenommene Handlung wird, verändert sich alles. Der fordernde Gestus verfängt, manche der gebannten Zuhörer, Sie haben die Szene noch in Erinnerung vielleicht, brachen an emotionalen Stellen in spontanen, zustimmenden Jubel aus, obwohl genau sie die waren, die sie gemeint hatte. Es bildete sich für Augenblicke ein zusammengehöriges Ganzes, so wie es um Deborah geschah, so wie es um Shan geschah bei den ersten Schlachten gegen die Engländer, als dieses Korps der Soldaten sich völlig neu beseelt wähnte. Es bröckelte dann schnell ab, aber es war für einen Moment so.
Es bildete sich also so ein Ganzes, das die restliche Welt und ein Stück weit auch an sich selbst an den Pranger stellte. Der Korrektheit halber sei angemerkt, dass nicht alle diesen Gestus billigten. Manche wandten gleich ein, überzogen, man sprach von Hysterie, Übertreibung, andere bemitleideten das Kind, das unter der Berufung fast zu zerbrechen drohe. Jedenfalls wurde der Öffentlichkeit in diesem Moment klar, dass Greta doch nicht so allein auf sich gestellt war, wie es zunächst den Anschein hatte. Auch sie hatte nicht nur Resonanz, auch sie wurde getragen von Stimmen. Sie bekennt es auch ganz offen. Ihre Stimmen haben nichts mit heiligen Figuren zu tun, sondern mit den Gestimmtheiten in ihrem Gehirn, in ihrem Kopf. Sie ist am Asperger-Syndrom erkrankt. Man weiß es, sie thematisiert es. Und es hat damit zu tun, dass sie die Fähigkeit besitzt, die wir verloren haben. Und wir bezeichnen uns als die Gesunden. Die Fähigkeit, die Welt in Schwarz und Weiß zu zerlegen und keine Grautöne zuzulassen. Die gleiche Wahrnehmung hatte Shan, die gleiche Wahrnehmung hatte Deborah, die gleiche Wahrnehmung hatte Cassandra. Asperger statt Stimmen, das ist sozusagen die zeitgemäße Variante dessen, worüber wir sprechen. Sie kennt ein Thema, keine Abschweifungen, keine Ambivalenz, kein Abwägen, schwarz oder weiß, richtig oder falsch. Und wundersamerweise trifft diese selektive, strukturierte Wahrnehmung, diese sehr selektiv strukturierte Wahrnehmung, das Empfinden all jener, deren Leben normalerweise im Duktus der Kompromissbereitschaft, des sowohl als auch funktioniert. Es ist, als ob die Seherin aufgrund ihrer besonderen Disposition über die Fähigkeiten verfügte, die Wahrnehmungsenergien aller anderen zu bündeln und neu zu stimulieren, neu zu justieren. Als Schlusswort nur noch ein Blick zurück, nochmal zum Ausgangspunkt zur Cassandra. Ja, es ist wirklich keine sonderlich erbauliche Geschichte. Eigentlich eine schreckliche. Eine junge Frau, die klar erkennt, welche Gefahr auf ihre Mitbürger zukommt und nicht müde wird zu warnen. Doch niemand will die Warnungen hören. Auch die Entscheidungsträger lassen sich von ihr nicht aus der Ruhe bringen. Sie öffnen die Tore und ziehen das sprichwörtlich gewordene, verhängnisvolle trojanische Pferd in die Stadt. Wir glauben, die alte Geschichte zu kennen, wischen sie einfach weg, irgendein verstaubter griechischer Mythos. Wenn es nur so wäre. In Wahrheit handelt es sich um eine Basisgeschichte. Was vermochte die Absicht ihres zweiten Erfinders Aischylos in der Trilogie gewesen sein? Warum ersann man so eine Figur, setzte sie in Szene? Eine Unglücksfigur, der das Pech an den Händen zu kleben scheint. Keine Volksheldin wie Deborah, keine Ikone wie Shan, keine Influencerin wie Greta, eine Untergeherin. Nach dem Krieg wird sie von den siegreichen Griechen wie ein Beutestück mitgeschleppt und macht kaum in Mykene angekommen, genau dort weiter, wo sie in Troja geendet hat und wo mit Troja endete. Sie spürt, angekommen in Mykene am Hof, das neuerlich drohende Urteil und spricht es aus. Und das ist wohl das Entscheidende, das Aussprechen. Spüren tun viele, aussprechen wenige. Als ob sie den Fluch wittern könnte, der auf dem Haus liegt, in das sie gebracht wurde. Und tatsächlich, der heimgekehrte Kriegsheld Agamemnon wird kurz darauf von seiner Frau Klytämnestra ermordet. Um sie herum das Volk, der Chor, ratlos, ungläubig, verstört, versteinert, nicht zuletzt durch die Wucht, das poetische Pathos der seherischen Rede. Cassandra, hoch erregt, in nahezu unkontrollierten Stößen, bricht es aus ihr heraus, was sie befeuert, was sie quält. Um es klar zu sagen, auch hier liegt sie mit all ihren Vorahnungen vollständig richtig und dennoch zögert die Öffentlichkeit, zögert etwas in uns, denn die Öffentlichkeit steht ja für uns, die Botschaft haben zu wollen. Die Argumente scheinen auch uns heutigen nicht ganz unvertraut. Eines davon hat schlicht mit Angst zu tun. Wie, welchen Dämon rufst du auf in diesem Haus? Fröhlich mach dein Wort. Mich nicht, nein, das Herz
stürzt in dumpfe Angst. Der zweite Abmechanismus, neben dem der Angst, das Unbehagen. Ein generelles Unbehagen, verbunden mit der Behauptung der eigenen Unfähigkeit, mit so einem Phänomen wie dem vorliegenden umgehen zu können. Nicht großer Kunde rühm ich mich im Deuten von Orakelsprüchen. Wo ist ein freundlich Wort, das den Orakeln je den Sterblichen gesandt? Also da ist etwas Ungutes, vor dem man diffuses, vor dem man Angst hat. Und schließlich fehlt in der Reihe der Gründe für die abweisende Haltung derer, die bereits zum Greifen nahen Prophezeiungen, auch nicht der Hinweis auf eventuelle Defekte der Seherin. Dich hat ein Gott verwirrt, dir das Gemüt verschürt. Abwehr und Abkehr, obwohl bereits die Schreie und der Blutgeruch aus dem Palast dringen. Aeschylus hat wahrhaft gut beobachtet, wie weit unsere Fähigkeit zur Ausblendung unerwünschter Wirklichkeit reicht. Man fragt sich, welche Faktoren müssen zusammenkommen, dass ein derartiger Verlust an Wirklichkeitsbindung eintreten kann und man die Warnerin und Aufklärerin in die Nähe von Paranoia und Krankheit rückt. Christa Wolffs Roman, ich erwähnte ihn, ist ein breit angelegter Versuch, die Figur in die gedachten sozialen und historischen Koordinaten zurückzuführen, um sie besser zu verstehen. Ihre Motivation, ihr Wesen. Christa Wolff schreibt, nach einiger Überlegung, mitten im Buch, die Cassandra-Geschichte, wie sie mir sich jetzt darstellt. Cassandra, die älteste Tochter des König Priamos von Troja, eine lebhafte, sozial und politisch interessierte Person, will nicht wie ihre Mutter das Haus hüten, heiraten. Sie will etwas lernen. Für eine Frau von Stand ist Priesterin, Seherin, der einzig mögliche Beruf. Dieser Beruf, ein Privileg, wird ihr zugeschoben. Sie soll ihn nach dem Herkommen ausfüllen. Und genau das wird sie nicht tun, ihn nach dem Herkommen auszufüllen. Es wäre ein leichtes, die Rolle auf die damals übliche Art auszufüllen und auf dem boomenden Markt von Orakeln, Propheten, Horoskopen zu bedienen. Die Nachfrage nach prophetischen Ratschlägen war groß, die Zahlungsbereitschaft ebenfalls. Es scheint, als akzeptierte man Ratschläge in dem Maße, in dem man dafür bezahlt. Als ob mit dem Geld gleichsam eine magische Funktion der Beglaubigung entstünde. Nicht das Orakel, der ratsuchende Kunde verhält sich eigentlich irrational. Cassandras Fehler, wenn man so will, ihr Fluch, sie agierte im Unterschied zu allen ihren erfolgreichen Kolleginnen auf dem Markt der Prophetien, nicht auf eigene Rechnung. Sie handelte nicht im Auftrag einer mehr oder weniger ominösen übergeordneten Instanz. Sie nahm kein Geld, sie handelte auf eigene Rechnung und nach eigenem Gewissen. Und damit hat man ganz offenbar die größten Schwierigkeiten. Und es gelingt nur ganz wenigen, diesen Schutzwall von Abwehrmechanismen zu umgehen. Einer, der es nicht gelang, mit gewaltigem Engagement, war Sophie Scholl. Und ich erwähne sie aus verschiedenen Gründen. Aus einem, der mit dem Datum dieser Vorlesung zu tun hat, gestern vor 100 Jahren, hätte sie Geburtstag gehabt. Enthauptet wurde sie indes bereits 1943. Wenn Sie die leicht im Internet zugänglichen 6 Rundschreiben, Flugblätter, die die Gruppe abwarf im Lichthof der Universität München lesen, werden Sie den seherischen Duktus unschwer erkennen. Auch das gleiche Bemühen zu warnen, eine andere Geschichte erzählen zu wollen, die Menschen zur Umkehr zu zwingen, den gleichen großen, starken, vehementen Gestus. Ich habe sie auch deshalb genommen, auch mit dem Bild, weil ich finde, dass wir uns auf einen gewissen Typus physiognomisch, ikonografisch verständigt haben, wenn es um diese Art von Figuren geht. Denn es kann ja kein ganzer Zufall sein, dass alle
die wir uns bisher angeschaut haben, diesen fast unzugänglich starren, aber unabweisbar herben und harten Grundgestus ausstrahlen. Von Deborah haben wir natürlich kein Bild. Es ist mir jedenfalls aufgefallen, ist meine Wahrnehmung vielleicht eine Einbildung. Ich wollte es dennoch in diesem Ablauf zeigen. Und ich würde Sie vielleicht bitten, die Materialien, die wir mitliefern, aber die man auch so im Internet finden kann, sich auch anzusehen. Denn es ist dieser gleiche starke Gestus einer dringlichen Warnung, einer letzten Warnung, jetzt zu reagieren oder in eine verhängnisvolle Zukunft sehenden Auges zu rennen. Und wir haben ja erlebt leider, wie es weiterging, vollständig erfolglos. Und man muss, um nochmal abschließend ein Wort zu Schaden sagen, sich vorstellen, es wäre ein paar Vertretern der oder Sophie Scholl allein gelungen, in den Führerzirkel vorzustoßen und Hitler zu warnen vor dem, was er tut, und ihn zur Umkehr zu zwingen. Es wäre völlig irrationale Vorstellung auch nur, und macht das den Coup von Jeanne umso rätselhafter und unverständlicher. Und es macht auch den immensen Erfolg von Greta ein Stück weit noch besser und staunenswerter verständlich, als man das gemeinhin tut. Also es ist eine ganz große Ausnahme vor einer gewaltigen Wand von abweisenden Vorbehalten gegen solche Stimmen, die uns aus notwendiger Weise aus dem Takt bringen, aus dem System stoßen. Ja, meine Damen und Herren, ich habe das jetzt mal wieder versucht nach langer Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das noch kann. Habe es redlich versucht. Ich würde gerne weitermachen nächstes Mal am 7. nächsten Monats natürlich, mit weniger glücklichen Fällen als den heutigen. Da werden auch immer weniger Frauen beteiligt sein. Interessanterweise Heinrich Mann und Thomas Mann, aber vor allem Heinrich Mann, haben den Holocaust antizipiert. Und es gab eine breite Literatur, die ein anderes Dilemma, was mir sehr am Herzen liegt, die Bosnienkriege, die sie ja keine 400 Kilometer von uns entfernt abgespielt haben und wie gesagt 250.000 Tote zur Folge hatten, die das jüngere Beispiel 93, 94 darstellen für ein kollektives Versagen und ein Weiterwirken des Cassandra-Fluches. Und dann im Juli werden wir noch über die neuesten und neuen Formen und Technologien der Prävention und der Frühwarnsysteme sprechen. Das Thema Frühwarnung steht jetzt wirklich auf der Agenda. Nicht nur, weil ich dieses Büchlein geschrieben habe, sondern weil ich das Gefühl habe, dass, achten Sie mal in Medien und politischen Sendungen, dass sehr häufig jetzt im Moment zum ersten Mal in dieser Dichte von Prognostik, Frühwarnung und Ähnlichem gesprochen wird. Es wäre schön, wenn wir uns zumindest auf diesem Wege ab und zu mal immer wieder sehen könnten. Und ich danke Ihnen heute für Ihre große Geduld. Hände geben und sowas ist ja nicht, aber wir halten zueinander. Tschüss.